Herzlich willkommen zu LS17. Multiplayer-Spiel erstellen. Keine Mods. Start. Los geht's. Was stand denn jetzt an? Ja, hier den Helfarbeiter einstellen. Genau, letztes Mal ist ja der Stream dann weg gewesen hier bei LS. Leider. Da war irgendwie die Internetverbindung auf einmal weg. Also ich hoffe, der macht gleich auch noch die letzte Spur hier. Der Helfer. Wir haben jetzt eigentlich schon Geld fürs. Ist eigentlich Ronny noch online? Ich glaube nicht, ne? Schau mal kurz was. Ich kann ja vielleicht auch mal Björn kurz fragen, wie das mit der Sauberkeit geht. So, ich habe bei Ronny gesehen heute auf jeden Fall im Stream, dass die Sauberkeit deutlich besser aussah als hier jetzt. Und ich war hier noch lustig am Rummähen. Ach, jetzt ist das Ding gerade wieder so schwer. Ich muss das auch noch eben ändern. Ich einmal die Logitech Gaming Software starten.
Mein PC hängt jetzt nicht. Okay, tut sich wieder was. Jetzt sieht es wieder leichter aus. Ah, der Dieter möchte kommen. Spreche ich noch eben. Kurz move, nicht lass mal so lange kurz dunkel. Ist Dieter da? Ja, anscheinend noch nicht. Betritt noch, oder wie? Ah, jetzt. User was moved to your channel. Hallo? Ronny? Oder wer ist das? Wer ist der iOS-Client hier? Hallo Katze? Hi. Also irgendwie kriege ich bei meinen Kühen kein Stroh rein. Für den Stall. Warum ich da irgendwas anderes noch zusammenmixen? Was hast du denn vor mit den Kühen? Bei denen ist die Sauberkeit auf Null, beziehungsweise bei der einen Kuh. Ja, und da siehst du ja diesen ganzen Dreck, diesen, was ist das, Rasen oder was ist da, den musst du wegmachen und dann wird die sauber. Wie mache ich den weg? Es gibt einfach eine, ach, wie heißt das, Mod, wo du eine Bürste hast, so eine rote, oder mit einer Schaufel, mit einem Radlader oder Traktor, Frontlader. Wie komme ich da rein? Wie in den Kuhstall? Ja, habe ich bisher nicht hingekriegt. Da ist bestimmt eine Tür oder ein Tor, wo du reinkommen kannst. Ich bin da bisher nicht reingekommen, ich stand da schon vor. Okay. Was für eine Map spielst du denn? Standard, also der englischen. Gibt's ja kein großes Tor. Warte mal kurz. Ich kann das ja im Stream mal einblenden. Falls du gerade schauen kannst. Weiß nicht. Was, bei dem Stream? Hm. Moment, muss noch mal den Stream aufmachen, warte. Ja, ich habe gerade eh kein Bild, das muss ich mal eben hier drüber machen. So. Sollte es hoffentlich wieder gehen. Damit kann ich besser erzählen, was da passiert ist. Weil da besetzt gerade der eine den Truck. Ja, ich kann eigentlich springen, stimmt. Okay, was macht er jetzt?
Karte. Ja. Da siehst du doch diesen gelben Streifen, wo du abladen kannst, ne? Du meinst da, wo das Gras hinkommt, oder wie? Ja, genau, das ist ja auf dem Boden Wiese, ne? Ein bisschen. Und wenn du die wegmachst, dann ist die Sauberkeit. Ach so, okay. Und Stroh kann ich dann nur reinkippen, wenn Stroh gebraucht wird, quasi. Genau, du kannst nur reinkippen, wenn die was brauchen, Ach dieses so, Menü. okay. Ich dachte, Aber ich sehr müsste da oft, ne? Stroh erneuern quasi und dann. Und da, wo das Dings ist, hier das gelbe Feld, wo du da abkippen kannst, wenn da grüne Flecken sind, das ist dieser Dreck einfach. Da musst du nur mit der Bürste drüberfahren oder mit dem Radlader Okay, jetzt sind oder alle mit wieder dem weg. Ladewagen einfach drüberfahren, dann gehen die weg. Was war jetzt mit Ladewagen? Ja, ich war jetzt gerade Also konzentrierter für drauf. die grünen Flecken da, die ja vom Kuhstall sind, mit dem Hm? Ladewagen drüberfährst, gehen die auch weg. Ach so. Oder mit Schaufel. Ist das Manöver hier? Aber diese Map ist scheiße, die du spielst. Ja, aber dafür kann die da mitspielen. Zumindest der. Gerade keine DLCs runtergeladen habe. Ich finde, zum Anfang ist das eigentlich ganz gut. Ich kann meinen Namen nicht ändern, den ich jetzt. Ich will mein Handy online darum. Teamspeak-App oder wie? Bin ja nicht zu Hause. Aber vorhin hattest du LS gestreamt. Wie bitte? Vorhin hattest du LS gestreamt. Ja, aber das war um 8 Uhr oder sowas. 8? Ach so. Ja, ich bin 9 Uhr 26 Meinst Grad, die 20 Uhr? Arbeit. Aber Jetzt kam ich auf der Arbeit und hab Nachtschicht. gerade wenig zu tun oder störe ich gerade? Nein, aber ich hab nichts zu tun. Die Leute arbeiten alle. Ich hab da Freizeit. Was ist das, was ich jetzt hier einsammle? Ist das dann Mist oder ist das. Bitte? Ist das dann Mist, was ich hier einsammle oder ist das wieder Ne, Gras? das ist einfach Gras vom Essen da, was die übergelassen haben. Keine Ahnung, das ist immer alles Silage, alles mögliche Mischfutter, alles da drin. Aber wenn du es aufladest, ist es einfach nur Gras. Warum geht das dann auf die Sauberkeit? Weil es dann unordentlich ist. Keine Ahnung, ich muss bei mir aber meinem Hof jeden Tag das Scheiße 10 Mal machen, weil die dieses Dreck machen. Ich habe nur eine Kuh zum Glück. Ach, eine Kuh hast du nur. Dann macht ihr nur 1 Liter pro Stunde oder sowas. Momentan sind 19 Liter drin. Ich weiß nicht, wie viele hier pro Stunde. Jetzt müsste eigentlich die Sauberkeit hier hochgehen. Ist immer noch auf Null. Ja, das dauert ein bisschen. Ich finde, er macht die Sauerkeit hoch, das dauert ein bisschen. Was kann ich ihr jetzt wieder zum Futter geben, oder wie? Ich gedacht, das wäre jetzt sowas wie Stall ausmisten oder so. Dann sind einfach nur die Flecken, die vor dem Stahl sind, musst du wegmachen. Steht das Und auch das in der Anleitung mit der drin? Schaufel noch, ne? Ich habe das in der Anleitung nicht gefunden. Irgendwie. Ich schaue jetzt noch mal kurz. So, Tiere, Pflege. Steht nur was von Einstreuwechsel mit dem Stroheinstreuer. Deshalb habe ich mir diesen Stroheinstreuer geholt und versucht, das irgendwie zu machen. Geht das auch mit der Schaufel dann das Stroh auswechseln? Quasi. Im Stahl drin, der Strom muss drin lassen, der geht nicht raus. Nein, ich meine, dass das auch mit der Schaufel geht, dass ich da Stroh hinzufüge.
Ja, das geht, muss nur den Punkt treffen. Hätten die das doch hier auch hinzuschreiben können. Weil ich dachte, ich brauche jetzt unbedingt diesen Stroheinstreuer, damit es sauber wird. Ich habe da Stunde rumprobiert oder so. Irgendwann. Schon ein bisschen her. Letztens war mein Internet dann weg im Stream. Als ich das letzte Mal LS gestreamt habe. Na egal, jetzt haben wir einen tollen Stroheinstreuer. Sollte es meiner Kuh hoffentlich jetzt besser gehen. Jetzt habe ich noch ein bisschen mehr Milch zum Verkauf. Wird die eigentlich abgefahren? Wie Baum. Weißt du eigentlich, ob die Bäume wieder nachwachsen, die hier so rumstehen? Was wächst da? Die Bäume. Wenn die einmal wegnehmen, dann müssen wir neu pflanzen. Kann man überhaupt Tannen pflanzen? Da musst du gucken im Menü. Da gibt es glaube ich vier verschiedene Sorten, die du pflanzen kannst. Die heißen einfach nur Setzlinge. Und Pappeln. Okay. Dann werden das hier wahrscheinlich Tannen sein. Hoffentlich. Ach, egal. Wieder zur Biogasanlage. Oh ja, kannst viel Spaß beim Spielen, ne? Hm? Viel Spaß beim Spielen noch. Danke. Ja, dir noch eine gute Schicht. Ja, bis 6 Uhr morgen früh. Hm. Dann 2 Stunden schlafen ja, gehen. Danke, dass du mal und kurz mir geholfen hast. Ja, bis kein Problem. Bis dann. Ja, bis dann. Ciao. User disconnected from your channel. Ja, und dann kann ich das gleich ja das auskippen meiner Biogasanlage und dann daher ein Helferreich schicke ich am besten. Ja, ich kann da schon mal ein bisschen vorspulen jetzt. So. Gesät ist ja. Dann kann der Helfer gleich das nächste Feld angreifen. Angriff nehmen.
dem Feld wollte ich dann gerne Gerste. Drei Kampfreihe wäre auch. Das kann noch dauern. Haben wir jetzt eigentlich schon irgendwelche Einnahmen durch die Tiere? Oder durch die eine Kuh? Okay, Produktivität 28%, Sauberkeit ist jetzt wieder auf 100. Cool. Supi. Dann können wir auch eine zweite Kuh dann holen, noch demnächst. Und dann. Ja, könnte es ja sein, dass sie sich reproduzieren auch. Und an. So wie viel. Finanzen, so. Auch irgendwie schon einen Bienenstock oder so gesetzt. Ja. Wo sind das hier die Einnahmen von den die verkaufte Milch? So nix, okay. Kommt dann demnächst hoffentlich noch. Ja, können ja noch eine Runde Gras mähen dann. Hier sind noch ein paar kleine Tannen. Helfen mal vorbeischauen, wenn ich trödel. Bei der Geschwindigkeit. Ich auch immer nicht mehr gemäht anscheinend. Ja, dann können wir auch noch düngen fahren, da ich den
kaufen kann. Ach, erstmal Güllestreu. Ich kürze, wie auch immer. Güllewaren. Schreibt jemand nicht schon wieder? Der Spiel. Aus. Das sieht doch ziemlich nach Regen aus. Das ist wahrscheinlich gut für unsere Pflanzen. LS-Streams. Also in dieser Woche habe ich nicht nur LS gestreamt, aber auch Planet Coaster und HS2 bei. Noch ein bisschen Rocket League. Und Fernsehmonitor. Ach, fertig. Ganz schön bewölkt. Wetterwechsel hat man länger nicht mehr.
ist auch nebelig, ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen da. Hügel kann man, glaube ich, sonst sehen. Oder? Ein bisschen diesig. Und Sprungschanze, yay! Okay, 69% unserer Silage hier jetzt. So, dann schaue ich mal. Ich die ganze Zeit hier weg. Geht das auch, haben wir auch schon gemacht. Aber lieber würde ich jetzt Gülle fahren. Ah, so viel haben wir glaube ich auch noch nicht. Aber ein bisschen das. Also 12.000, dann kann man schon den größeren nehmen für 36. Das ist auch deutlich freundlicher, wenn das direkt auf den Boden eingespritzt wird. Ich hoffe, wir kriegen dann gleich ein bisschen Geld durch die Kuh wieder raus. Oder zwei gleich. Eben speichern. Ah, jetzt kann ich nicht speichern. Zum Hof. Jetzt der andere. Ja, ach, Florian ist an der BGA. Okay, achso, Helfer J ist schon wieder durch.
Wow, hat jetzt jemand die Arbeit beendet? Arbeitet jetzt jemand dort? Warum dreht sich hier denn noch alles nochmal? Das elf, da waren so lustige Zeiten. Ja, das ist ja schön. Jetzt kann ich auch auf dem Discord kurz gehen, dass wir da reden. Falls Sie wollen. Warte mal, was hatte ich denn jetzt bisher gesehen? So, was war das jetzt? Ja, dann doch, das war Raps. Ich habe ja da die Sojabohnen hinten auf das Feld gesetzt. Guten Abend, Tivator. Ich suche mir dann den anderen LKW. Ja, den einen habe ich ja unten bei den hätte ich noch frei. Ja, ich glaube, das ist dann der einzige noch. Okay, dann wechsle ich auf Discord. Wobei das Blöde ist, auf Discord habe ich bisher noch. Na, die App habe ich noch nicht runtergeladen, aber das könnte ich ja. Ups. Ja, das ist keine Absicht. Aber wenn ich jetzt das runterlade, dann muss ich das noch kurz. Dann muss ich trotzdem eben wieder kurz ausblenden und dann Discord runterladen.
hängt mein Browser kurz ein bisschen. Hast du eigentlich auch LS-Tivato oder bist du jetzt einer von denen, der mitspielt? Okay. Hatte gerade gleichzeitig auf Login und Windows herunterladen, glaube ich, gedrückt. Natürlich erstmal die Seite geladen, wo ich alles sehe. Ah, jetzt habe ich den Setup wechseln. War auch nicht schlecht, ich gehe wieder ins Spiel und vergesse, dass ich das Bild anmachen wollte. Oder vergesse die Tasten kurz zu drücken. Rein, solange es lädt. Kombimaschine, dann geht das beides gleichzeitig. So, dann mache ich noch kurz. Gleich noch mal kurz raustappen. Ah, noch 57 Sekunden. Ja, mit 380 Kilobit die Sekunde, ja, Kilobyte, gibt's ja eigentlich noch. Hatte schon Schlimmeres. Ja, in Tausender Leitung waren es um die 97. Ich hoffe, ich krieg den dann auch dahin installiert, wo ich Teamspeak installiert habe.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und wenige Sekunden verbleiben. Yay. So, jetzt aber. Denn das jetzt der Server leckt. Also, ich hoste ja über meinen PC den LS-Server. Quasi. Ja, mein PC ist der Server. Räumen das ein bisschen voll. Ich eigentlich da alles löschen irgendwann mal. Außer vielleicht ein paar Songs. Okay. Das ist einfach ein. Bei mir sind Zuschauer sehr wichtig. Auch gut. Ja, es ist einfach eine random ausgewählte Prozentzahl. Ich habe mir gedacht, kann man ja eigentlich als Chatbefehl verwenden. Ruby, guckst du dich jetzt alles durch? Kennst du das im Live-Radio? Ohne Zuschauer machst du halb so viel Spaß meistens. Fährt man alleine im Multiplayer hier in LS rum und das tut sich wenig. Dass man eigentlich fast Singleplayer spielen könnte. Ja, tut sich hier nochmal was. Ich habe gerade gefragt, leckt es gerade? Und Mirko schreibt ja und wie. Ah, super. Dann wird es gleich besser, wenn ich. Wenn ich so weit bin hier. Warum wird das jetzt nicht überprüft? Okay, Talk funktioniert anscheinend nicht mehr. Aber du kannst 8-Wall probieren.
Schon was danach zu sagen. Hast du gegendet? Auch nicht schlecht. Ach Mann, mag mich nicht. Ist jetzt gerade. Das Fenster zu, das zu. Das kann auch weg, das kann auch weg. Oh, Firefox hat sich beendet. Tut mir leid, dass das jetzt gerade so im Spiel hängt. Okay. Dann starte ich nochmal den Scan-Vorgang neu. Scan-Vorgang wird neu gestartet. Warum ist jetzt Antivirus deaktiviert? Okay, aber eigentlich müsste es. Das wird ja geprüft, also eigentlich müsste es ja laufen. Ist das eine andere? Komisch. Ja, eigentlich läuft Avira, also irgendwie kann das nicht stimmen. Hallo, Lastus Transport. Und wie geht's? Muss man gerade leider ablehnen. Kann man in Discord nicht sagen, wo er sich installieren soll? Ich habe auf C keinen Platz mehr. Das ist nicht wirklich. Danke. Ja, war nicht so groß jetzt, aber trotzdem. Ich würde es lieber auf D packen.
So. Jetzt warte ich noch kurz, dass ich es schaffe, irgendwie, dass das mit dem Discord klappt und dann starte ich das Ganze mal. Also Discord ist jetzt bei mir auf dem PC schon mal drauf. Ich kriege das ja irgendwie auch verschoben später. Also, das Bild ist gleich wieder da. Ist das jetzt? Digit Tag. Oder ich mach's einfach. Genau. EVS N HK4 ist das. EVS. NH. NH. NHK4. Eingabe Lautstärke passt. Ich glaube, das passt alles. Ah, Push-to-Talk noch einstellen. So. Okay, 20 Millisekunden und okay. So, jetzt sollte es passen. Ja, ich denke, jetzt passt. Bin dann schon mal beim Livestream-Channel auf meinem Discord. Beziehungsweise auf dem Ibo Logistics and You Discord. Ah, jetzt hängt's. Auch nicht schlecht. So. Jetzt kann man hier auch generell Gülle fahren.
wenn es alles gesät ist. Irgendwie ist er immer noch nicht da. Ist der andere jetzt? Ja, Mirko. Oh, ich bin ja hier viel näher am Pendler dran. Jetzt hätte ich jetzt gesagt, er könnte mir den zubringen. Dass er mir den hier hinfährt und ich dann ihm entgegenkomme. Ich bin ja hier schon fast am Pendler. So, ich kann ja auch so lange das Bild wieder einbinden. Ist jetzt wieder da? Jetzt immer, jetzt müsste das Bild haben. So. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu oft die Tasten gedrückt, das Bild ist gleich wieder weg, wenn es kommt. Eigentlich müsste es jetzt da sein. Jetzt hängt sie aber. Weil bei mir war jetzt in OBS kurz das Bild da. Jetzt hier ein Auto hinter mir. Scheiße. Musst du abkoppeln was? Schaufel müde, Schaufel liegen. Sie auch so ankoppeln. Das mache ich jetzt kurz mal aus.
Oh, nein, nicht ausklappen. Okay. Steuerung X ist halt meine Taste, mit der ich sie immer wechsle. So, muss ich jetzt irgendwie das noch eingeben? Ah, jetzt habe ich Discord beendet. Schau mal, ach ja, ich kann ja hier meine Einstellungen irgendwo gucken. Ich muss hier auf My Account gehen. Ah, hier habe ich den Code. Mein Code ist 0923, falls mich da irgendwer adden möchte. Ja, es ändert sich gleich wieder. Was? Dim, 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 dim. Was ist denn jetzt los? Immer wenn ich. Achso, wenn ich rede. Dim, 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 dim. Den Sound will ich nicht. Was sind denn dieses Audio? Dann die Sounds. Und beim Online-Chat habe ich es ja schon abgestellt, aber hier halt noch nicht. Müsste unter Audio zu finden sein, irgendwo, oder nicht? Hast du
Hast du mich denn jetzt irgendwie gefunden? Mit dem Code? Nee, Probleme habe ich nicht. Ich will. Aber ich habe mit Discord vielleicht ein kleines Problem. Plus Gay, damit solltest du mich eigentlich hinzufügen können. Ich finde nur einen Blues und dann Blues K finde ich nicht. Ja, praktisch, wenn noch von Twitch irgendwie Leute direkt übernommen werden würden. Gib doch einfach da mal 0923 ein. Oh, möchtest du mir deinen Code geben? Das ist unter deinen Einstellungen, also unter deinem Account-Setting. Nee, unter Benutzereinstellungen und My Account steht das direkt. Hinter dem Benutzernamen steht die Nummer. Bei mir ist das Hashtag 0923. Aber mir findet er niemanden, wenn ich das eingebe. Aber vielleicht muss ich das B groß schreiben. Nö. Warum findet er dich nicht? Hey, wake up. User was moved to Hallo. your channel. Ja, kennst du mich noch? Ja. Ja. Hey, ich guck grad bei dir im Stream, was ist los? Ich habe das Problem, dass ich bei Discord jemanden gerade nicht finde irgendwie. Der meinen Discord-Server auch nicht findet, aber ich kann den Link ja nochmal schicken, vielleicht. Hilft das ja, wenn ich den jetzt ins Stream schicke. Hast du denn eigentlich Hast du auch genau Discord? das Problem? Discord, ja, habe ich wieder. Weil er keinen Teamspeak hat und dann will ich jetzt kurz auf den Discord wechseln. Ach so. Ich habe auch einen Ja. Discord-Server mal eingerichtet, halt zur Ausweich. Eigentlich zum Ausweichen, falls der immer weg ist oder irgendwas sein sollte. Ja. Weil da werden jetzt auch Streams angekündigt und so. Ja, also ich bin ja auch im Discord drin. Ne? Also die haben das ja irgendwie auch nur bestimmten Leuten geschickt, ne? Das hat ja auch nicht jeder Discord. Also so habe ich das zumindest mal gehört. Habe ich gerade angeschaut. Nee, ich habe einfach die Nachricht mit dem Discord-Server geschickt. Achso, ah, alles klar. Grad. Ist generell eigentlich mein Browser mal wieder stand. Ist eigentlich der Weißbord noch da oder hat er sich mir nee, das noch da? Okay. Kommst du da drauf? Und weißt du, wie ich da diesen Ton abstelle, dass der nicht immer so Bim macht, wenn ich was sagen will? Irgendwie hatte ich das mal Was? gefunden, aber irgendwie jetzt nicht mehr. Hier bei Discord oder?
Bei mir macht er immer Piep, Piep in der Software. Ich was sage, das hört man auch im Stream. Ist der eigentlich unter Audio sein? Normal schon, ja. Audio, wenn ich spreche. Ist wieder ausmache. Kann man ein Lied schreiben? Weil in der Online habe ich es abgestellt, weil mich das total genervt hat. Ja, glaube ich, das geht auch immer noch. Ah, da Töne. Ich hab das geht auf YouTube und Twitch auf die Nerven jetzt. Ich exportiere meine Streams zu YouTube. Ah, okay. Mittlerweile. Also Rocket League nicht und andere Spiele auch nicht. Aber, ja. So, hier müsste es doch irgendwo sein. So, jetzt noch beim Deaktivieren, ne? Ah, gut. Ah, schön. Das ist erleichtert schon, wenn das weg ist. Die anderen Töne können ja ruhig bleiben. Ich finde, die sollten das standardmäßig abstellen, dass man das optional einstellen kann. Auf jeden Fall ist so toll, wenn da so viele Sounds sind. Ja. Also, Kiwi ist schon mal da. Ja. Jetzt muss ich den nur noch über den Stream schicken, den Link. Und dann hoffe ich, dass es klappt. Ja, bist du in der Eingangshalle, dass ich dich da hochmoven kann? Vielleicht hat die Zeit gerade unter Online an. Hm? Ja, vielleicht nicht Zeit an der an. Ah, nee, er zeigt mich zurzeit online an bei mir. Wie war das denn jetzt? Ah, bei mir bist du online gerade. Naja. Oh, hab's nur schon lange nicht mehr gemacht. Meinst du, wie du in den Channel kommst? Ja, genau. Okay. Einfach auf Eingangshalle drücken. Aber du musst ein bisschen runterscrollen. Oben sind die Chat. Textkanäle und unten die Sprachkanäle. Ja, ich habe meinen PC einmal neu gemacht und seitdem habe ich es eigentlich. So, also ich bin. Hi, jetzt rufe ich eben Blue Sky an. Blue Sky schreibt. Sound muted. Tatsächlich doppelt. Ich habe mein TS ausgemacht. Mein Sound. Auf dem TS höre ich jetzt nichts mehr. Okay, alles klar. Mikrofon muted. Du hast mich noch doppelt gehört, oder? Nee, jetzt auch nicht mehr. Ich habe jetzt gerade meinen Sound ausgemacht. Oder hast du dich auch gemutet drin? So, ich habe mich jetzt auch gemutet. Okay. Mikrofon theoretisch da mein Mikrofon wieder anmachen, falls irgendwer reinkommt. Score is now 2 years old. Okay. So, Blue Sky, kommst du jetzt auch noch rein? Welche Sachen dauern ein bisschen.
Wenn er jetzt. Dann kann ich eigentlich wieder zurückgehen auf den TS, wenn das jetzt doch nicht so war. Aber im Spiel kann ich besser schreiben. Oh, scheiße, ich war auch schon lange nicht mehr hier drin. Ja, hier ist auch. Also den Raum habe ich auch gesperrt, dass da nicht einfach jeder reinjoint, random. Weil der soll halt wie ein Teamspeak öffentlich sein können und nicht, dass ich die Leute nur einlade. Und dann kann man jetzt hier zum Beispiel. Ups. Oh Mann. Wow. Hallo? Hallo? Weil die Eingangshalle. Einmal die Eingangshalle mitgemoved. Man hört mich aber gut. Ja, ja. Passt. Okay, was für eine Geburt. Ich habe das. Die Streams werden auch zu YouTube exportiert, wenn das okay ist. Mach ich so ein. Ja. Ist dann jetzt auch zu. So, und dann kann ich jetzt auch endlich mal wieder ins Spiel wechseln. Hört man mich noch, wenn ich jetzt rede? Ja. Okay, super. Dann kann ich auch das Fenster verkleinern. Ja, irgendwie hat es ordentlich geleckt beim Runterladen. Oh, Para möchte dem Spiel beitreten. Alles, das wissen aber hier auch. Das ist. Entweder liegt das an uns oder von deiner Seite halt, weil du halt streamst, weil wir haben zwischenzeitlich hier einen ziemlich schlechten Ping. Okay, ja, kann sein. Jetzt kommen nochmal zwei dazu. Ich muss mal schauen, ob das pingmäßig passt, sonst mich hat einen leider kicken. Wir waren schon mal zu viert hier drauf. Das sind wir jetzt auch. Hat nur die Frage, welche Aufgaben ich jetzt noch aufteilen kann. Ich muss das Bild mal wieder einschalten, glaube ich. Ja. Wenn er bei 40, 50 bleibt, so, dann geht das so. Ich lade jetzt auch nicht zusätzlich noch was runter. Ich hoffe, das Bild ist jetzt wieder da. Warte, dann muss ich am Handy gucken. Ja, ich guck gerade auch. Bei mir ist bis jetzt mal nichts. Ah, jetzt kommt Bild. Jetzt ist ein Bild bei dir. Bei mir lädt es noch ein bisschen nach. Ah ja, wenn ich das gleich ausmache, muss der Ping auch noch besser werden. Dann schaue ich den Stream nicht noch zusätzlich an. Ja. So, wo ist denn der Luke unterwegs? Also, was ja jetzt gerade ist, ist große Nachfrage für Weizen. Ist der Mirko jetzt raus? Von wem meinst du gerade? Mirko. Achso. Ich bin mal eben kurz bei mir. Warte. Hab ich mitgekriegt, weil ich ja hier am Wurschen war. Ich bin gleich wieder da. Okay. Wenn ihr eine Rückkopplung habt durch mich, musst du sagen, ne? Ich habe gerade irgendwas von Wursteln gehört, aber das war, glaube ich, nicht aus dem Stream, oder? Nee, weil du gerade fragtest, ob der Mirko noch drin ist. Und da habe ich gesagt, weiß ich nicht, keine Ahnung, weil ich war ja hier noch am Wursteln mit dem Programm. Achso, okay. Ja, weil er ist gerade nicht auf dem Server mehr. So, jetzt ist die. Ich muss jetzt erstmal diese. GGA suchen hier immer, die suche ich immer wieder aufs Neue. Oh, ich glaube, ich bin noch gar nicht verkehrt. Einfach vom. Ja, genau, du bist so richtig. So ein bisschen gerade. Hinterfeld 7. Kommt die. Auf der rechten Seite.
Aber der sollte vorhanden sein, oder? Aber ich hätte hier auch einfach nur deinen Dingensbums eingeben können. Deins, den Servername, dieses EUL Eul Logistik oder was da stand. Okay, geht das auch, wenn er. Ja. Okay. Ich hatte halt auch die Nummer durchgegeben, die dahinter stand. Also für den Dauerlink. Ja, das hat irgendwie gar nichts gebracht. Okay. Boah, ich war vorhin auf dem Server drauf, aber irgendwie ist er abgekackt. Da haben sie die ganze Reihe komplett durch, randvoll bis oben hin alles schon mit Gras gemacht. Ne? Das fand ich schon arg heftig. Bis oben hin die Silos. Okay, der Sprung hat nicht gereicht. Was machst du da? So, ich? Voll BGA füllen. Ne? So, Ja, der Schwung hat mir auch ausgereicht. Ich muss mal gerade irgendwie so alles abkoppeln, dass ich mich hier befreien kann. Dann muss ich mir gleich überlegen, was ich noch machen kann. Ah, das ist so ätzend. Hier musst du ein Bandlaufwerk nehmen als Trecker. Was ist mit den Reifen? Ist das so kacke? Aber ich hätte auch andersrum reinfahren können. So. Jetzt sind wir hier wieder ein bisschen frei. So. So. Hast du einen Trecker mit Ketten? Nee, noch nicht. Okay. Warum? Weil. Geht das dann schneller, oder? Es funktioniert besser. Also okay. Du bleibst da nicht so oft hängen im ganzen Gras. Ich bin da einfach hoch runter, immer vor zurück auf einer Stelle und dann war es irgendwann geschafft. Hilft es eigentlich was, wenn man das vorher platt macht oder ist es besser einfach zusammen? Nee, du kippst ja immer wieder neu drauf. So. Dieses Verdichten ist immer halt, bis das Rand voll ist, bis oben hin. Ja, ich habe bisher nicht bis oben hin gemacht, weil ich ein bisschen Geld brauchte schneller. Ich meine, gut, es gibt auch so einen Geldmod so. Aber ich bin auch immer so der Freund von aus eigener Kraft erwirtschaften. Ja, oder auch wenn man jetzt Holz macht, soll das wohl relativ flott gehen. Ich wollte aber erstmal jetzt mit der Feldwirtschaft bzw. Landwirtschaft anfangen. Du kannst natürlich auch hingehen. Da kommst du rasend schnell an Geld. Da lädst du dir den Mod runter, das ist der Kompostmaster. Okay. 2000 irgendwas. Und in den Kompostmaster tust du alles, was an Gersten ist. Gersten, Weizen. Okay. Ja, wir haben eine große Nachfrage. Also einmal, du bist ja beschäftigt, dann könnte ich ja eben ein bisschen was hier wegfahren. Ich glaube, wir haben noch was da gehabt. Ich vielleicht die Zeit mal kurz ein bisschen langsamer drehen. Wenn du dann quasi jetzt so aus Stroh, wenn du dann das ganze Kompost machst, wenn du das dann wegbringst oder verkaufst, dann hast du mit einer Füllung für einen Anhänger, hast du gleich um die 40.000 bis 50.000. Die große Nachfrage, ach, das ist auch Gerste jetzt. Aber wie, nee. Hey. Da stand doch was von Weizen, oder nicht? Ach, warte mal, ich bin im falschen. Nee. Müsste unten drunter stehen, oder nicht? Oder war es große Nachfrage für. Hey.
Hattest du das gesehen? Ja, bei der Bäckerei und bei Gomez Rich Acres. So, okay. Drüben. Ja, wir haben noch keine Gerste. Was ist das hier? Spielst du das noch nicht so lang? Geht's so. Weil ich habe halt auf dem anderen Server ein bisschen. Zwischendurch mal woanders ausgeholfen, kurz. Aber ansonsten habe ich. Ja, ich habe jetzt. Kann man schauen. Allzu lange habe ich es noch nicht gespielt. 62 Stunden mittlerweile. Ich habe halt Okay. LS11 gespielt, LS13, LS9, also 2009. Und 15 hatte ich dann ausgesetzt und dann jetzt mal wieder. Also die Grund, das Grund, die Grundfunktion kenne ich, aber manche Sachen sind halt neu. Zwei große Nachfragen, aber. Ich Okay, gucke mal Luke gerade, ist was weg. der. Achso, keine Gülle da, ups. Guck mal gerade, was der billigste Trecker mit Ketten kostet. Das wäre Bestimmt teuer. jetzt. Okay, 90 Okay. Gülle, nicht viel. Ja, Wie weit kommt 314.000. man mit 90 Gülle? Ja, ich glaube, ich sollte dann doch noch eine zweite Kuh holen. Wenn du eigenen Dünger produzierst, Ich muss. denke ich, das hält sich. Aber ich glaube, auf der Karte geht das gar nicht so. Bei genügend So. Kühen würde ich denken schon. Also am besten, sag ich mal, wenn du das wirklich ausgiebig spielen willst, finde ich, ist meine Meinung, es gibt natürlich noch weitere andere Meinungen, ist aus eigener Kraft erwirtschaften, so wie Saatgut, so wie Dünger, oder Butter, Eis, Milch und Ja, ach, weil was auch das sind alles. dann ja spezielle Mods und Karten, meine ich. Nee, das ist erstmal nur Karte. Das ist dann die Goldcrest Valley Plus, nennt die sich. So, das ist die gleiche Karte, so wie du die jetzt auch hast. Okay. Nur, dass dein Hof mit mehr Sachen bestückt ist. Ja, ich wollte halt erstmal eigentlich die Standard-Map spielen, so wie das Spiel halt ausgeliefert wird, weil dann kann auch hier wieder einfach joinen, ohne irgendwelche Mods noch runterladen zu müssen, weil die meisten haben ja nicht unbedingt Mods installiert. Ja, das stimmt wohl. Oh, wo ist die Schaufel geblieben? Ist im Gülle fast versenkt, oder? Ich glaube ich nicht. Die steht beim Händler, oder? Oh, wo ist die hin? Oh, nee, die liegt da vorne. Ja, da liegt sie doch. Das ist doch so ein schöner gelber Punkt. Haben jetzt die 8 Zuschauer alle von Philly Vanilli gestern noch. Das jetzt hier auch öfter mal vorbeigeschaut wird, oder wie? Aber wäre ich gerade fleißig von irgendwem Auto gehostet. Warte mal, habe ich dich gehastet? Muss ich mal gucken. Meine nicht. Mal einfach gucken. Ja. Nee, nicht, dann tut's mir leid. Mach ich das auf jeden Fall. Schlimm. Ach du, die mir natürlich gefallen, die hoste ich auch, ne? Ist klar. Hast du Auto-Host eigentlich eingestellt? Ja, habe ich. Ich muss jetzt doch nochmal fragen. Du warst jetzt Kiwi, der gerade gesprochen hat, oder? Ja, genau. Okay. Schau mal, wie hieß du ja nochmal? Warst du jetzt schon irgendwie in meinem Chat drin heute, oder? Was ich? Auf Twitch? Ja, vorhin. Also vorhin war ich schon da bei dir. Da war ich eben kurz weg. Gestern war ich auch bei dir drinne. Okay. Lasst zu's, Ah. oder? Ja, genau. Ah, okay. Das müsste komisch sein, wenn ich im Stream zuschaue, dann. Ist meistens jemand anderes da, ne?
Warst du schon mal, hast du schon mal mit mir geredet vorher? Nee, so noch nicht. Doch, okay. Eventuell einmal auf dem Test oder so bei euch. Du meinst also jetzt Simlife Radio, oder? Bei Simlife, genau. Okay. Streamst du eigentlich auch gerade noch? Nee. Achso. Nee, nee. Ja, bin nur was überlegen, schon mal was über... Am überlegen wegen morgen. Oder wegen nachher. Sagen wir es mal so. Hm. Weil... Ich bin morgen. Da immer recht spontan. Worauf ich gerade Lust habe und stream dann. Das. Wenn ich Zeit habe. Ich muss jetzt mittlerweile zum Kuhhändler springen. Vorher ging das ja auch über einen Händler einfach mit den Tieren. Theoretisch könnte man ja auch dahin fahren. Sind bei uns noch welche am Fahren oder was ist hier los? Ich kaufe dann noch mal eine Kuh dazu. Vielleicht vermehren die sich ja dann auch. Ich muss dann ja einen Stier holen, oder? Ah, Bullen, nicht ein Stier. Die Kühe, die vermehren sich echt von alleine. Okay. Dann könnte das ja eine lohnende Investition sein für 5200. Ja, das ist die Milch, die sich automatisch verkauft. Hm. Weiß gar nicht, ob ich da jetzt schon irgendwie Einnahmen generiert habe. Nö, bisher noch nicht. Aber sind bisher auch nur... Ah, 67 Liter haben sich da jetzt angesammelt. Ich spule mal wieder vor. Wie sieht's eigentlich aus bei den Feldern? Du machst einen großen auf einen Flüssigkeitstankwagen. Wann kommen die? Abends? Am Ende. Kommen die wie in LS 13 abends oder bei LS 11 und so weiter? Am LS13 hatte ich gar keine Kühe und so weit bin ich da noch nicht mal gekommen. Zuschauer auf Anfahrt. Danke für den Host. Warum sehe ich jetzt nicht mehr? Ach doch, da unten. Franti68. Hast du jetzt auch gehostet, Lastus? Ja, also ich habe das jetzt bei mir gerade so eingestellt. Automatisch, oder? Ja. Achso, genau. Okay, die sehe ich leider nicht. Früher, vor ein paar Monaten kamen die immer alle noch rein und stand auch in meinem Chat drin, aber irgendwie mittlerweile nicht mehr. Find's eigentlich nicht schlecht, wenn die Auto-Hosts weiterhin zumindest im Chat stehen, ob dann eine Host-Nachricht kommt oder nicht, ist eigentlich egal. Stimmt wohl. Dann kann man sich auch noch mal bedanken, wenn da mal... Da stand, meine ich, auch immer bei, wie viele Leute da kamen noch. War immer nicht schlecht zu wissen, wer von wo wie viel kam. Hallo, Mad Dog. Okay, wie geht's dir? Gar nicht, dass LS so gut ankommt gerade. Ja. Meistens fahre ich hier immer alleine rum und niemand kommt oder ab und an kommt mal wer dazu. Ja, schon gespannt auf 2019. Das 18er, das ist ja nur für die Konsole. Mhm.
Ani, mal gespannt schon drauf, wie nach was Lumpi. Ich bin erstmal froh, dass das hier da ist. Ich finde es eigentlich auch blöd, dass LS so eine gewisse Verfalls. Ein gewisses Verfallsdatum immer hat. Ich finde es mit ATS besser, wenn alles immer abgedatet wird. Und es aktuell bleibt. Ach so. Aber auch der Train-Sim wird ja auch immer. Mein Update kam ja, da war ja dann 1.4er. So. Aber LS weiß man immer, 2019 wird Ende sein. Wahrscheinlich. Muss sie machen mal irgendwie was anderes an. Dann kann man sich wieder ein neues Spiel kaufen. Aber mir läuft das fast täglich so. Weil nur wenn ich von der Arbeit komme, so zack LS an. Ah, ihr kennt euch. Ich fahre jetzt auch mal für die 93, auch wenn das wahrscheinlich nichts ist. Da ist zumindest ein bisschen Gülle auf dem Feld. Kleines bisschen mehr Ertrag. Auch wenn es nur zwei, drei Pflanzen sind. Ich kann hier geradeaus. Ich spiele halt viele Spiele. Ich spiele Planet Coaster, City Skylines, alles Mögliche. Außer das habe ich auch so, aber das habe ich jetzt erst neu. Okay. Aber da habe ich noch nicht so ganz 100 Pro den Durchblick so. Ich habe zwar schon mal so ein paar Straßen gemacht, habe da auch selbst hingestellt. Ja, ich habe vorher auch Rollercoaster und so gespielt. Ich kenne das daher so ein bisschen. Ja. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal, deshalb mache ich ja diese Playlisten auch, dass man dann nochmal nachschauen kann, was passiert ist. Aber leider habe ich da auch nicht von Anfang an Planet Coaster gestreamt. Also so ein bisschen mittendrin. Momentan auch ein bisschen hinterher mit den Videos auf YouTube. Ab heute erst. Ich hab bei mir auch noch nicht 100 Pro raus. Auch was die beste Software dafür ist für Streamen, dass das ruckelfrei läuft und so weiter. Ich nutze OBS und das nutzen auch die meisten. Ja, das hört ich viel. Dann halt auf die Einstellungen an und die Internetleitung und so weiter. Was hast du denn für eine Leitung? Ich habe eine 50.000 noch. Ja, ich auch. Hör geht hier nicht. Ja, bei mir ginge jetzt mittlerweile sogar höher, aber. Ja. Kannst auch übertreiben. Ja, das ist war schon leer. 150.000 mit. Zwei Leute, so, das reicht dicke. Ich wohne noch zu Hause. Sind ein paar mehr. Wie alt bist du? Ich bin 19. Okay. Heute muss ich noch arbeiten. Ich auch. Ich nachher auch. Deshalb werde ich jetzt auch nicht mehr so lange machen. Hast du noch was zu tun gerade? Ich? Ich kann euch gerade nicht so gut auseinanderhalten. Ich kann. Ja. Wer ist jetzt ich gewesen? Ja. Ich bin hier Blue Sky. Okay, ja. Ich bin noch an der BGA gerade hier.
Ich weiß das mal gerade so ein bisschen platt, weil ich habe da so einen ziemlich hohen Berg gemacht und dann gerade ein bisschen Platz. Okay. Ja, wie weit sind denn die Felder hier? Wenn man nicht so hängen bleibt. Hier dauert noch ein bisschen. Und nach Möglichkeit wäre nicht verkehrt, wenn man hier einen Schieber mit bei hätte. Das heißt? Den Schieber, das ist, dass du das immer wieder reinschieben kannst. Achso, meinst du das Schild oder wie? Ja, richtig, genau. Weil sonst steht da halt meistens steht da noch der Trecker dort, den ich gerade durch die Gegend kurve. Hier steht ein Trecker, was hast du denn gesehen? Nee, ich hab den gerade. Ich war gerade. Ich hatte den zu den Kühen runtergebracht, weil ich da ein bisschen was zu verladen hatte. Eigentlich. Oder versucht habe, was zu hinzubekommen. Muss man beeilen, ja, dass den Tieren gut geht. Geht doch eigentlich gerade gut, oder? Oder fehlt da jetzt was? Ja, Silage fehlt jetzt noch und Heu. Und dann das, ja, das muss man dann anmischen, damit du auch das Kraftfutter hast. Ja. Aber ansonsten, wo bist du jetzt? Ist okay. Gras reicht ja auch zur Not. Okay, dann muss hier oben Feld 14 nicht mal irgendwann wieder gepflügt werden. Ich bin nochmal raus, ne? Ich hau hin ins Bett. Ja, gut. Morgen wird's ein anstrengender Tag. Hm. Oder eher nachher dann boah, und wird was verlost. Ah, okay. Also Hippies, ja. Da müssen wir uns halt noch ein bisschen was einfallen lassen. Hm. Ich werde morgen wahrscheinlich bei einem Konvoi mitfahren, wenn ich es schaffe. Abends. Ah, ja, nice. Habt ihr ein Webstadio? Ja, dann mal schauen. Ich muss mal schauen, ob das alles klappt morgen. Ja. Was wir, also ich nicht, nein, wir haben eine Firma, aber wir verlosen morgen Keys über den Stream. Lol, okay. Ja. In real jetzt, oder was? Für ETS 2 verlosen wir morgen 4 Keys. Okay. Mhm. Oh, nicht schlecht. Ja. Aber ich bin bei einem Webradio dabei. Ja, das weiß ich. Und für Jonas haben wir also eigentlich theoretisch 5 Keys, aber dadurch Jonas einen Key kriegt, werden wir für ihn auch nochmal was einfallen lassen. Wenn morgen eventuell einer live ist, muss er sogar 3 Fragen beantworten. Okay. Ja. Für die Zuschauer müssen wir dann nochmal gucken, was wir da machen. So. Also morgen alle bei Lastus Transport mal einschalten vielleicht. Genau, da kann man schön 4 Keys gewinnen. Aber wenn das auf YouTube erscheint, ist das schon vorbei. Hoffentlich. Alles klar, ich wünsche euch auf der Lastus nicht eingeschlafen ist. Ich wünsche euch beiden auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Jo, die auch. Macht nicht so lange. Ja. Dankeschön, auch so. Jo, danke. Ja. Ciao. Ciao. Tschö. Da waren es nur noch 2. So. Ja, also hier auf dem Discord-Server wird halt auch immer, wenn jemand live ist, wird das geschrieben, auch von SimLife-Radio. Also von der Community vom SimLife-Radio, wenn jemand SimLife-Radio hört und das streamt, das wird hier auch angezeigt, wenn dann wer live ist. Mhm. Ja. Ich habe auch mal eigenes Webradio. Okay. Ich aber auch noch so ein komplett neues Team. So. Da habe ich noch keine Mitglieder für. Okay. Wie heißt das denn? Das Webradio heißt Dance Family Radio. Okay. Findest du unter, ich weiß noch nicht, ich kann es mal hier unten schreiben.
Sofern das... Hier in Discord ist das okay, oder? Du kannst auch auf in Twitch-Stream schreiben, wenn das jetzt ein Radio ist, was man so hören kann. Achso. Also. Ich würde gerne ein bisschen Werbung hier machen. Also es ist jetzt nicht so, so ein Standardradio, wie das jeder aufgebaut hat, so diese typischen Webradio-Seiten. So, ne? Das war mal so gedacht, so just for fun. Okay. Ist das, spielst du dann No-Copyright-Sound, Musik oder wie läuft das? Na, das ist alles, läuft das. Ist bei GEMA drin und GVA allen drin, alles. Achso, okay. Das geht schon bezahlt. Da läuft halt, das ist über den Anbieter laut.fm. Achso, ja, das? Sind wir auch. Also Simlife Radio ist auch bei laut.fm. Dann ja, kenne ich das Ganze ja. Genau. Ja, ich sende halt bei Simlife Radio auch nicht unbedingt jetzt hier den, das was so normal im Radio läuft, ich sende auch und an mal Mittelalter, aber ungefähr jedes halbe Jahr mache ich dann mal eine Sendung. Ich komme dann nicht so oft zu. Ich streame irgendwie lieber, weil ja, geht irgendwie alles ein bisschen flotter beim Stream. Bin ich auch gewohnter bisher. Ich habe also in den ganzen Anfangs, ich hatte auch immer so, also sobald ich zu Hause war, fast täglich immer gesendet, nur so langsam irgendwie so. Man verliert dann, wenn man da so alleine immer nur am Senden ist, da verliert man dann die Lust daran. Ja, weil bei Simlife Radio ist ein gutes Team da. Dann gibt es halt Nachrichten zu Simulationen. Also, wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt, wird das dann, also, wenn gerade eine Live-Sendung ist, wird das dann durchgesagt. Es gibt ja bei Laut.fm halt nur diese 15 Stunden Live-Sendezeit. Kennst du ja auch. Denke ich mal, oder? Mhm. Ja, und. Und halt dann, wenn während der Live-Sendung Staumeldungen für einen Multiplayer von ETS 2 zum Flugsimulator, wenn da viel an Flughäfen los ist, gibt es ja auch einen Multiplayer. Ibao, und ja. Ja, mal ein bisschen vorspulen, dann können wir gleich ernten, noch zumindest. Ja. Vielleicht spule ich so weit vor, bis die Felder fertig sind, und werde ich auch gleich Schluss machen mit LS. Und dann eventuell nachher noch ein bisschen Planet Coaster, weil ich werde jetzt entweder... Ja, ich habe noch was anderes vor, das ist noch geheim. Okay. Mal, bin sofort wieder da, ja? Ja. Vielleicht kommt ja auch gleich hier der Milchwagen mal vorbei, dann können wir das auch sehen. Falls das nicht digital mittlerweile läuft. Wo soll der hier eigentlich hin? Warte mal kurz einen Moment, ich bin gleich wieder da. Früher kam immer der Milchwagen. Oh, hier gibt es ja schon wieder was wegzumachen. Gut, dass der Trecker hier rumsteht. Jetzt eigentlich hier eine Reproduktionsrate, Vermehrungsrate. Ah, okay. Nächstes Tier in 2141 Stunden. 2140 Stunden. Was geht denn da auf dem Discord? Das ist ja eine Abwesende. Mach mal kurz das Bild nochmal weg. Okay. Ist dann raus, oder wie? Jetzt sollte das Bild wieder da sein. Ich schaue sicherheitshalber nochmal. So.
hat 6 Liter Milchtank. Lass dich freuen, ein bisschen mehr. Auch funktioniert anscheinend alles. Ah, da haben wir doch. Die andere Kuh. Eine dunkle Kuh. Schwarz, ein bisschen dreckig. Ja, Kühe waren auch die ersten Tiere, die ins Spiel kamen. Wir waren ja schon bei LS 11 da. Ich fände es mal interessant, wenn die hier so in den Melkroboter gehen würden. Ich hab den ja schon mal in echt gesehen. So. Baby. Jo. Ich beobachte gerade die Kühe so ein bisschen. Gibt's denn hier jetzt so einen Milchabfahrwagen überhaupt noch oder existiert das nicht mehr? Es gibt einen Milchabfahrwagen, aber ich glaube, hier auf der Karte geschieht das alles automatisch. Okay. Das fand ich immer so toll in LS11, dass dann so der Milchwagen da vorbeikam, das alles abgeholt hat. Ja, hier machst du das alles aus eigener Kraft. Ja, was heißt aus eigener Kraft? Das geht doch dann automatisch. Ist dann weg, oder? Ja, hier jetzt geht automatisch. Ist da denn, ich weiß nicht, ist an dem Kuhstall ein Milchtankwagen irgendwie dran? Also so ein Behälter? Ich weiß das gerade nämlich jetzt nicht so auswendig. Okay, warum muss man das dann? Schon mal okay. Dann müsste hier aber irgendwo ein Preis stehen, wozu ich das verkaufen kann, oder? Ja, die Preise hast du stehen, indem du Escape drückst. Ja, ich weiß. Und dann gehst du auf die Preise 1000. Ja, ich weiß. Ja. Aber da habe ich jetzt nichts mit Milch. Nö, hast du gar nicht. Ja. Also ein Tank steht hier schon draußen. Ich weiß, dass gerade 106 Liter Milchtank waren. Jetzt sind es 128. Ah, okay. Danke, Mad Dog. Er schreibt die Welle auch, dass das automatisch verkauft wird. Aber weißt du, ob da jetzt ein Tankwagen kommt oder geht das alles per Pipeline quasi weg? Ne, das wird ja, das geht per Pipeline geht dann weg. Das wäre noch das einigermaßen realistischste. Ja, auf der. Das unrealistische Szenario wäre, da kommt so ein Alien an, saugt das ab und ist weg. Es löst sich in Luft aus. Oh. Auf der Valley Plus Karte, da musst du das mit dem Milchcontainer musst das, verkaufen. Ah, okay. Da hast du dann auch so einen Auffangbehälter, wo die Milch dann reingefüllt wird quasi und das musst du dann abzapfen. Wir haben den Milchlaster verschrottet, wie schade. Okay, ja dann. Gibt es denn zentrale Verkaufszeiten irgendwie? Wisst ihr da was? Hier bei den Kühen? Ja, ich glaube, das geht rund um die Uhr so automatisch. Ab einer gewissen Füllmenge, oder? Ich hab noch nie jetzt auf dieser Karte drauf geachtet, dass das, ob das irgendwie zeitlich begrenzt ist, wann das passiert. Ich glaube, vorhin war da irgendwas mit 200 Litern drunter. Ich denke, das ist irgendwie weg. Müsste man vielleicht einen Modder da haben oder jemanden, der die Karten programmiert, der weiß das vielleicht. Hier ist noch für das ganze Bühnezeug. Ja, und da links, rechts ist der Milch, denke ich mal.
das, was du da hast. Das hat irgendwie auch keine Funktion. Nö, aber ich würde vermuten, da kommt die Milch rein. Ja, das kann sein, aber jetzt wir können da nichts nee. Reinmachen. Das war wie gesagt keine Funktion. Oder wo sich auch sehr schön spielen lässt, das ist ein bisschen größer, ist auch die gleiche Karte wie hier. Nur halt in einem anderen Stil und anderes, ja, anderes Aussehen. Das nennt sich dann, das ist dann die Goldcrest Valley XXL Farm. Da hast du alle Tiere, hast du dann direkt bei dir auf dem Hof. Ah, okay. Das sind jetzt einfach Essensreste, die hier rumfliegen, oder wie? Die Kuh hustet, oder wie? Hat eigentlich irgendwer schon mal eine hustende Kuh gehört? Gibt's das überhaupt? Oh Mann, da ist schon wieder so ein Fleck. Hört ihr die Kühe husten, wenn sie über ihre Weide ziehen? Ja, eigentlich geht das ja mit verkriegen würden, aber egal. Ja. Das ist immer schon, wenn man gut gelaunt ist beim Streamen. Ich werde jetzt auch noch machen, dann müssen wir früh raus. Ja, ich auch. Ich werde noch ein bisschen was anderes machen. Eventuell nachher noch mal kurz Planet Coaster, aber ich kann nichts versprechen, da es jetzt schon 1:30 ist. Vielleicht schlafe ich auch einfach dann ein. Deswegen dann morgen Planet Coaster irgendwann noch, falls der Konvoi irgendwann mal endet. Oder ich vorher Zeit habe. Was ich an Planet Coaster ganz gut finde, ist, dass man da viele Möglichkeiten hat, das zu gestalten, nur leider halt keine Mods. Die fehlen mir da. Sonst ist das eigentlich schon ganz gut. Ja, wie gehört zu Planet Coaster? Ich habe da schon so ein bisschen, sag schon, Straßen so verbaut, Karussell, so ein paar hatte ich mal gemacht, so, aber so, das war es. Ich hatte dann auch so ein paar Reinigungskräfte eingestellt, aber irgendwie, die kümmern sich da gar nicht drum. Was für Kräfte? Was für Reinigungskräfte? Hausmeister. Ja, zum einen kannst du dir halt noch einteilen, wo die rumlaufen, wenn du halt viele hast und die alle immer irgendwie an derselben Stelle rumhängen. Und sonst kannst du die auch befördern. Also ausbilden und dann noch mehr Geld zahlen. Manchmal sagen die auch, mir geht's nicht gut oder ich brauche mehr Geld. Siehst dann alles in deiner Personalübersicht. Joa. Könntest ja mal, wenn ich das streame, mal vorbeischauen. Vielleicht holst du ja auch irgendwann mal Teamspeak noch. Ich bin eigentlich eher primär auf dem Teamspeak zu finden. Okay. Wir haben da so einen Server von einem ehemaligen Fahrer bereitgestellt bekommen, das Forum, was wir jetzt haben, zur Spedition. Und auch für alle Zuschauer, das ist von einem aktuellen Fahrer. Nur ich kann halt nie dafür garantieren, dass das für ewig online sein wird oder sonst wie. Ich habe nur gebeten, wenn das mal weg ist, sein sollte oder er das schließen möchte, dass ich eine Sicherung bekomme, ich das dann wieder reaktivieren kann aus eigenen Mitteln. Ja, ich guck mal. Ja. Gut. Und du streamst auch oder so? Oder? Oder war es nur der Lastzus? Ich hab's mal so versucht, aber bei mir ruckelt das noch zu viel, deswegen. Was hast du für eine Leitung? Eine 50.000er. Aber mit den richtigen Einstellungen sollte das klappen. Ich streame 1800 Kilobit, aber es laggt ein bisschen noch. Ich werde auch jetzt morgen nochmal
vor die Tage mal schauen, dass ich das mal. Ich sitze halt nicht direkt am Router, vielleicht kriege ich ja irgendwie doch noch hin, dass ich hier über die über das Telefonkabel noch, weil ich habe hier einen Telefonanschluss in meinem Zimmer, dass ich das vielleicht darüber irgendwie hinbekomme. Mhm. Naja. Ja, nice. Vielen Dank fürs Mitspielen. Ja, gute Nacht. Gern geschehen. Ist ja schwierig zu finden, ne? Also, wo vernünftig gespielt wird. Finde es ja wenig. Ah, ich kenne ein paar. Also der Ronny, der spielt halt auch auf einer, hat auch einen eigenen Server, ist auch im Forum verlinkt. Oder zumindest steht dort. Ja, Passwort steht da, ich glaube auch Servername und alles. Also, wenn er streamt, könntest du da auch mitspielen, wenn man Lust hast. Und ich gucke halt auch manchmal, dass ich einfach mal. Also, wenn mich jemand anschreibt, hier kannst du mir mal helfen, könnte ich da vielleicht auch mal vorbeischauen. Oder wenn ich jetzt gerade sowieso LS stream, könnte ich auch mal wechseln, wenn irgendwer Hilfe braucht. Halt gucken, wie das passt, arbeitsmäßig und. Ob sich das dann manchmal noch lohnt, wenn ich abends von der Arbeit komme. Hm. Ich meine, heute hat es ja so ein bisschen gepasst. Ja. Genau. Ich beende jetzt erstmal den Stream. So, schon mal eine gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Auto-Hosts. Und jetzt wird hier noch Auto gehostet, wobei sind nur 8 Zuschauer da. Keine Ahnung, ich habe ausgemacht. Ich schau. Okay, gut, noch 6 sind da. Auch gemacht, ne? Ja, ciao. So, dann werde ich auch noch hosten, wenn jetzt 6 Zuschauer da sind. Und dann eventuell bis später, sonst bis heute Abend, denke ich mal. Oder Nachmittag. Ciao. Und wer ist denn da noch online?